Lieber Martin, liebe Zuschauer daheim und in den Büros, drei Dinge vorweg. Erstens, ich habe keine Ahnung von Fußball. Zweitens, ich verstehe mich als objektiven Berichterstatter. Das heißt, ich mache mich nie mit einer Sache gemein. Und drittens, da ich ja weiß, dass du, Martin, im Stadion immer dem Ultragetöse ausgesetzt bist, dachte ich mir, ich passe mich mal an. Lieber Martin, wie ist das eigentlich, so eine Marke zu führen, im Spannungsverhältnis zwischen Kohle reinholen zu müssen und eben den Hardcore-Fans, die bei euch ziemlich gegen Kommerz sind? Ja, das ist erstmal eine gute Frage. Zum Glück werden mir von den Fans Fragen ja nicht hier via dieser Tröte gestellt. Also im weitesten Sinne ist es so, dass wir da einen relativ guten, großen Konsens bei uns haben. Wir wollen so gut wie möglich Fußball spielen, im Profifußball etabliert bleiben. Und dafür braucht man nun mal Geld. Aber wir nutzen den Profifußball vor allen Dingen als Plattform für das, was wir eigentlich sind, eine Wertegemeinschaft. Und je höher wir Fußball spielen, desto mehr Geld oder desto mehr Geld braucht man dafür. Und desto größer ist die Plattform, aber auch für unsere Werte. Und mit dieser Art von Konsens, sag ich mal, kann man dann auch viele überzeugen, warum es notwendig ist, zu kommerzialisieren oder kommerziell zu sein. Da hat es doch aber schon öfter mal Zoff gegeben, auch wegen Sponsoren. Wie bemühst du dich, die Fans oder Vertreter von denen frühzeitig einzubinden? Ja, also einmal, glaube ich, haben wir selber ganz gute Antennen dafür, was wir machen können und was wir nicht machen können. Und auch Richtlinien, sogenannte Vermarktungsrichtlinien, in denen sowas auch teilweise niedergelegt ist. Aber tatsächlich, wenn unser Bauchgefühl sagt, so, das sind jetzt Entscheidungen, die wir lieber nicht alleine treffen sollten, dann gibt es bei uns so Gremien tatsächlich. In diesem Falle den ständigen Fanausschuss, so heißt der. Da sind aus den organisierten Fanclubs Menschen drin, Präsidium, Aufsichtsrat, aus der größten Abteilung der fördernden Mitglieder und von der organisierten Fanszene. Und mit denen besprechen wir solche Dinge immer weit im Voraus und versuchen dann für unsere Sache zu werben. So, ne? Und da kann es dann aber auch schon mal sein, dass sie sagen, das ist jetzt nicht so eine richtig gute Idee, das zu machen, sondern das lieber sein zu lassen. Und also ich glaube, andere Marken binden ihre Kunden nicht so ein, wie ihr das tut. Apropos andere Marken. Andere Marken suchen ja gerade händeringend nach Haltung und wollen sich gesellschaftlich engagieren. Ihr habt das in der DNA. Wie genau? Also erstmal sprechen wir natürlich nie von Kunden, ne? Sonst sind Fans. Und der ganze Verein ist ja in dem Sinne eigentlich durch die Fans das geworden, was er heute ist. Es hat ja niemand eine Idee gehabt, aus dem Marketing zu sagen, wir brauchen jetzt mal so ein weiteres Symbol, wie so ein Totenkopf oder ähnliches, sondern das ist halt in das Stadion getragen worden, wurde dann irgendwann ja, vereinnahmt, wenn man so will. Und so ist es mit vielen Dingen. Das heißt, wir sind, ja, wenn du so willst, wenn du in den Marketing... Rebellen, wenn, wir sollen Rebellen, sag es doch einmal. Nein, was macht den Kern dieser Marke FC St. Pauli aus? Naja, nee, also ich glaube, ich muss da tatsächlich eben noch mal kurz ein bisschen ausholen, weil wir sind das Produkt von Fans und das, das gilt es bei uns irgendwie jeden Tag immer wieder im Hinterkopf zu haben und entsprechend auch so zu arbeiten. Natürlich sind wir eine rebellische Marke. Das ist ganz klar. Das liegt natürlich daran, dass wir zum einen diese Haltung haben und auch so eine Art Anti-Establishment uns verstehen. Das heißt aber nicht, gegen etwas zu sein und es gegen seins Willen, sondern weil wir einen bestimmten Zustand besser finden als teilweise den, der heute vorherrscht. Aber wie schaffst du es dann in der Situation, so eine Marke authentisch zu halten und sie nicht zum, entschuldige, aber Marketing-Gedöns werden zu lassen? Ja, wir haben da eine relativ klare Strategie, die heißt Marketing beim FC St. Pauli, heißt dafür zu sorgen, dass Dinge entstehen können, dass Menschen kreativ sein können. Also wir verstehen uns als Plattform von Möglichkeiten. Und da das dann aus einer aktiven, kreativen Fanszene kommt, die wiederum aber auch Sponsoren kreativ werden lässt, so zahlt das eine immer wieder auf das andere ein. Also ein Beispiel ist, unsere Logen zum Beispiel oder die Separés, wie wir sie ja nennen, die übergeben wir im Rohbau sozusagen, im veredelten Rohbau. Und dann werden die selber ausgestattet. Ja, kennst du ja von Jungfernmatti, Kapelle und so weiter. Ne? Und das ist so, wenn wir jemanden Neues haben, dann sieht er natürlich, was alle anderen hier machen und will selber jetzt hier nicht irgendwie was Normales machen. Und so füttert sich das System sozusagen auch so selber. Ihr habt da neulich ja eben auch aus dieser Marke kommt etwas angestellt.
warte mal, ich zeig's mal. Unter anderem die Antifa-Seife. Was hat euch denn da A geritten und B, was gab es da an Gegenwind? Ja, also was hat uns geritten? Tatsächlich ist es so entstanden, wir haben letztes Jahr mit Butnikowski schon eine Seife gemacht, beziehungsweise ein Duschgel, das hieß Wischiwaschi. Und in dem Zusammenhang haben wir auf einmal die Idee gehabt, das hier auf den Markt zu bringen. Das war sozusagen auf einmal so eine Art Schnapsidee. Und dann sind wir zu Butnikowski gegangen, haben denen das gesagt, du, wir würden gerne wieder so ein Produkt machen, wie wäre es denn damit? Eigentlich haben wir damit gerechnet, dass sie sagen, ihr habt sie ja wohl nicht alle. Aber dann hat sich aus diesem Gag tatsächlich ein ernstes Produkt ergeben, was wir von vornherein aber so geplant haben, dass Antifa ist ja in dem Sinne keine Institution, ne? Die haben ja keine Postadresse oder ähnliches, sondern es geht um Antifaschismus als Grundhaltung, für die wir nun mal stehen und für die wir glauben, das sollte für jeden in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich selbstverständlich sein. Ich mag ja bezahltes Product Placement nicht, aber über Freitickets für den FC St. Pauli würde ich mich natürlich freuen. Noch was anderes. Ich glaube, ihr habt, obwohl ihr nur zweite Bundesliga spielt, eine enorm große internationale Fangemeinde. Woher kommt das? Ja, das liegt halt daran, dass wir für mehr stehen als Fußball, sondern dass wir ja eine Wertegemeinschaft im weitesten Sinne sind. Und diese Werte sind natürlich international. Und wir stehen für den Gegenentwurf zum modernen Fußball. Und den Fußball mögen die Leute ja trotzdem und deshalb sind wir ein gewisser Sehnsuchtsort, also dass man auch anders erfolgreich sein kann. Wir selbst nennen das, ein anderer Fußball ist möglich, dass wir sagen, du kannst erfolgreich Fußball sein, du musst aber nicht jeden Mist irgendwie mitmachen. Vielen lieben Dank, Martin. Und jetzt zwei Glühwein!